Lasst uns nun beten mit Worten eben des 98. Psalms aus dem Wort der Woche. Singet dem Herrn ein neues Lied, Halleluja, denn er tut Wunder, Halleluja. Er schafft Heil mit seiner rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspielen. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Morgenlesung aus dem Jakobusbrief im ersten Kapitel. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit, und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus Jesus. Wir stellen uns unter den Anfang der eben gehörten Lesung. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, rede du zu uns durch dein Wort in Jesus Christus. Amen. In dieser Woche, ihr Lieben, denken wir besonders an die Gabe der Musik. Das ist wirklich eine Gottesgabe. Schmerzlich vermissen wir miteinander zu singen. Nur gut, dass wir Musik hören können, innerlich mitsingen und dann wenigstens zu Hause singen, unter der Dusche oder auf dem Balkon, wo
oder auch wenn wir unterwegs sind im Wald. Manchmal merken wir ja erst, wie uns an einer Sache liegt, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist. Musik und Gesang erfreuen das Herz. Sie sind tröstlich, wenn wir traurig sind. Sie sprudeln über, wenn wir fröhlich sind. In einer Welt, die gelernt hat, Musik digital zu speichern, begleitet sie uns auf Schritt und Tritt, manchmal vielleicht sogar zu viel. Es kommt auch vor, dass wir andere stören mit unserer Musik oder dass Musik gar gewalttätig wird. Es ist wie mit allen guten Gaben. Wir Menschen genießen sie und freuen uns daran. Wir schaffen es aber auch, sie zu pervertieren und das Gute daran abzutöten. In einem solchen Zusammenhang steht das Wort aus dem Jakobusbrief von der guten Gabe, das wir eben gehört haben. Der Briefschreiber hält da nämlich fest, dass Versuchung und Sünde nicht von Gott kommen, sondern aus uns selbst, während von Gott alle gute Gabe kommt. Musik als gute Gabe Gottes, wir erleben sie in vielen Zusammenhängen und können dankbar sein dafür. Ja, mehr noch, Musik selbst kann Ausdruck unseres Dankes und unseres Empfindens sein. So musizieren und singen wir nicht nur für uns selbst oder für andere Menschen, sondern für Gott. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet. Grammatisch ist das zwar eine Befehlsform, aber das ist eben nicht alles. Hier ist es Aufforderung, macht mit, lasst uns singen und musizieren. Angesichts der Wunder Gottes gibt es eigentlich nichts anderes. Wir nehmen euch mit hinein in die Freude und in den Dank, singet dem Herrn. So ist Musik als gute Gabe Gottes auch Antwort auf die vielen anderen guten Gaben Gottes. Das mag ein strahlender Maitag sein oder der lang ersehnte Regen. Es ist die Liebe oder die Hoffnung, die er uns schenkt. Vor allem aber ist es das Evangelium, das uns singen macht. Jetzt in der Osterzeit hören wir es immer wieder, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist Gottes Gabe an uns. Das verändert unsere ganze Welt, das ist der tiefste Grund für all unser Singen und Musizieren. Und dann erleben wir, dass die Musik uns mitnimmt und uns empfinden lässt, wie da der Vater des Lichtes sich uns zuwendet. Musik kann sogar Himmelsklang sein. Das hört allerdings auch wieder auf. Und so ist es gut, dass das Evangelium, Gottes ureigenste Gabe an uns nicht aufhört und wir immer neu Grund haben, Gott zu loben und zu preisen durch unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Die Orgel wird nun Gott loben mit dem Lied aus dem Evangelisch-Lutherischen Kirchengesangbuch Nummer 199.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du König des Lebens, wir danken dir für die Gabe der Musik, für das Evangelium, für das Leben, das du uns schenkst. Wir danken dir für die Vergebung unserer Sünden in Jesus Christus, dass wir Hoffnung haben, dass wir auch die Auferstehung zu gehen. Herr, wir bitten dich, geleite uns in der beginnenden Woche mit dem Evangelium, deinem Trost, mit Musik im Herzen und bleibe bei uns. In allen Mühen und Sorgen, in aller Arbeit, in den Freuden des Alltags. Herr, halte deine Hand über uns, unsere Nachbarschaft, diesen Ort, unser Land, die ganze Welt. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Not sind, die Angst haben, die nicht mehr weiter wissen. Schenke du Trost und Hoffnung. Schenke tatkräftige Hilfe. Lass auch uns tun, was wir können. Himmlischer Vater, wir bitten um deinen Segen für das Lehren und Lernen an unserer Hochschule, für die Kirche, für die ganze Christenheit. Bleibe du bei uns, durch Jesus Christus. Amen. Vater, unser Leben, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.